Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Bitte nehmen Sie ruhig Platz. Herzlich willkommen, liebe Konfirmandinnen, zu eurer Konfirmation heute. Und herzlich willkommen alle, die euch auf eurer bisherigen Lebensreise begleitet haben. Eltern, Großeltern, Geschwister, Paten, herzlich willkommen. Ich packe meinen Koffer und nehme mit. Dieses Spiel kennt ihr sicher alle. Keine Sorge, wir spielen es heute Morgen nicht. Aber was nehme ich mit auf eine Reise? Ein gutes Buch? Musik? Ein Tablet? Badeklamotten oder vielleicht doch eher die Wanderschuhe? Ich glaube, unsere Liste würde sich schnell füllen, was wir alles gebrauchen könnten im Urlaub. Liebe Konfirmandinnen, heute beginnt für euch ein neuer Abschnitt auf eurer Lebensreise. Ihr seid nun nicht mehr die Kleinen. Was brauchen wir für unsere Lebensreise? Was packen wir in unseren Lebensrucksack? Ich denke, in der Konfirmandenzeit habt ihr schon das eine oder andere hineingepackt. Lieder, Gebete, Texte, die euch Mut machen. Und heute kommt noch etwas ganz Entscheidendes dazu: Gottes Segen. Gott verspricht euch, er ist auf euren Wegen, euren Lebenswegen mit dabei. Er begleitet euch an sonnigen Tagen und auch wenn die Tage mal düster sind und die Stimmung vielleicht getrübt. Ihr könnt euch darauf verlassen, er ist an eurer Seite. Wir hören nun das erste Musikstück von dem Musikteam, 10.000 Gründe. Wegen Corona bitte ich Sie bitte nicht mitzusingen, sondern einfach die Musik zu genießen und zuzuhören. Komm und lobe den Herrn, meine Seele singt, bete den König an. Sing wie niemals zuvor, nur für ihn, und bete den König an. Ein neuer Tag und ein neuer so sehr und vergibst geduldig, schenkst Gnade.
Ja, Corona sei Dank sind wir so wenige heute nur. Aber es ist vielleicht auch mal ganz schön, mit so wenigen eine Konfirmation zu feiern, ist dann besonders familiär und ja, vielleicht auch besonders, ja, etwas wirklich Besonderes in jeder Hinsicht. Ihr drei seid heute hier und stellt euch quasi jetzt ein bisschen so der Online-Gemeinde vor oder auch denen, die ihr hier nicht kennt. Ich darf nach vorne bitten als Erste Sophia Knaus. Als Nächste Melina Merz. Und schließlich Raissa Merten. Aber wie alle wissen, wart ihr natürlich nicht zu dritt im Unterricht, sondern wir waren ja 12. Und wollen jetzt einen kleinen Rückblick halten auf eure Zeit. Gleich passiert hier was vorne und ihr bekommt nochmal ja, ein paar schöne Erinnerungen hoffentlich mit auf den Weg. Ich bete Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich.
Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. So lasst uns beten. Herr, und deine Kirche stand es auch schon mal besser. Die Gottesdienste in vielen Gemeinden sind schlecht besucht. Jedes Jahr treten 200.000 Menschen aus der evangelischen Kirche aus. Viele können mit den kirchlichen Lehrern nichts mehr anfangen und basteln sich ihre eigenen Glauben zurecht. Herr, ist die Kirche noch zu retten? Vor knapp 500 Jahren gab es einmal eine Reformation in Deutschland. Aber heute ist die Kirche eher altersschwach und unbeweglich. Und wir Christen sind oft ohne Begeisterung und Überzeugungskraft. Wir sind schlecht gelaunt und unser Glauben eher schwach. Herr, deshalb bitten wir dich heute von ganzem Herzen, erneuere deine Kirche und fange bei uns an. Herr, erbarme dich. Unser Herr Jesus Christus spricht: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. So lasst uns beten. Herr, wenn andere lästern, wer geht denn heute noch zur Kirche, dann lass uns mutig sagen, wir. Wenn man uns einreden will, Glaube sei nur was für kleine Kinder und alte Leute, dann lass uns deutlich widersprechen. Wenn in den Kirchen darüber gejammert wird, dass niemand mehr kommt, dann lass uns zu denen gehen, die nicht mehr kommen. Wenn in der Kirche nur noch vom Geld geredet wird, dann lass uns vom Glauben reden. Herr, dein Heiliger Geist schafft Veränderung. Dafür danken wir dir und loben dich. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir hören jetzt die Schriftlesung aus dem 1. Korintherbrief im 12. Kapitel. Ich darf euch bitten, aufzustehen. Ich lese den 1. Korintherbrief. Der menschliche Körper hat viele Glieder und Organe, doch nur gemeinsam machen die vielen Teile den Körper aus. So ist es auch bei Christus und seinem Leib. Einige von uns sind Juden, andere nicht Juden. Einige sind Sklaven, andere frei. Aber wir haben all denselben Geist empfangen, gehören durch die Taufe zum Leib Christi. Auch der Körper besteht aus vielen verschiedenen Teilen, nicht nur aus einem. Wenn der Fuß sagen würde, ich bin kein Teil des Körpers, weil ich keine Hand bin, sollte er deshalb nicht zum Körper gehören? Und wenn das Ohr erklären würde, ich bin kein Teil des Körpers, weil ich nur ein Ohr bin, kein Auge bin, sollte es deswegen etwa nicht mehr zum Körper gehören? Stellt euch vor, euer ganzer Körper wäre nur Auge, wie könntet ihr da hören? Oder wenn euer ganzer Körper nur Ohr wäre, wie könntet ihr da etwas riechen? Gott hat unseren Körper mit vielen Gliedern und Organen geschaffen und jedem Körperteil seinen Platz gegeben, wie er es wollte. Was wäre es für ein seltsamer Körper, wenn er nur aus einem einzigen Körperteil bestehen würde? Ja, es sind viele Teile, aber nur ein Körper. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht, und der Kopf kann nicht zum Fuß sagen, ich brauche dich nicht. In Wirklichkeit sind oft gerade die scheinbar schwächeren oder unwichtigeren Körperteile besonders notwendig. Und die Körperteile, die wir verstecken möchten, kleiden wir mit umso größeren Sorgfalt. So verbergen wir manche Körperteile besonders sorgfältig vor den Blicken anderer, während andere Körperteile dies nicht nötig haben. Gott hat den Körper so gefügt, dass den benachteiligten Gliedern besondere Ehre zukommt. Auf diese Weise kommen keine Spaltung im Leib zustande, sondern alle Glieder sorgen in gleicher Weise füreinander. Wenn eines leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn eines geehrt wird, freuen sich alle anderen mit. So bildet ihr gemeinsam den Leib von Christus und jeder Einzelne gehört als Teil dazu. Wir bekennen nun unseren christlichen Glauben.
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Dann nehmt bitte wieder Platz und wir hören jetzt noch einmal ein Lied. Die ganze Schöpfung jubelt dir zu und alles sagt mir, so schön bist du. Die Wellen tanzen, die Winde wehen, in allem Leben bist du zu sehen und auch ich preise dich und wie David sing ich. Du bist mächtig, du bist gut, Halleluja, unser Gott, der Wunder tut, Halleluja, ich soll mir so wichtig sein, Halleluja, ich verehre dich allein. Du bist die Hoffnung auf Herrlichkeit. Tür ist offen zur Ewigkeit. Die Engel tanzen vor deinem Thron. Die Überwinder feiern den Lohn. Und auch ich preise dich. Und wie David sing ich hier und heute. Halleluja, du bist mächtig, du bist gut. Ich verehre dich allein, Halleluja, du bist mächtig, du bist gut, Halleluja, unser Gott, der Wunder tut, Halleluja, ich soll mir so wichtig sein, Halleluja, ich verehre dich allein. Jubelt dir zu. Und alles sagt mir, so schön bist du. So schön bist du. Die Wellen tanzen, die Winde wehen. Die Winde wehen. In allem Leben bist du zu sehen. Bist du zu sehen. Du bist die Hoffnung auf Herrlichkeit. Auf Herrlichkeit. Die Tür ist offen zur Ewigkeit.
Heißt das Thema unseres Gottesdienstes heute Morgen. Wege gibt es viele. Breite, asphaltierte Straßen, so wie die Hunsrück-Höhenstraße, vierspurige oder sechsspurige Autobahnen, Formel-1-Rennstrecken. Aber es gibt auch das genaue Gegenteil. Es gibt holprige, krumme Wege, Feldwege, Sackgassen, Einbahnstraßen. Wenn man aufbricht zu etwas Neuem, dann muss man sich auf den Weg machen. Berufswege, Bildungswege, Lebenswege. Sehr, sehr viele Wege liegen jetzt vor euch dreien. Manche kennt ihr vielleicht schon. Seid ihr schon ein Stück weit gegangen? Wisst ihr schon ungefähr, wo ihr hin wollt? Aber andere sind für euch noch völlig neu und unbekannt. Ich hoffe, dass ihr diese neuen Wege, die vor euch liegen, nicht mit zu viel Angst oder Respekt betreten werdet, sondern voller Vorfreude und gespannter Erwartung. Was da wohl so alles auf euch wartet? Sicher, ihr werdet dabei leider manche alten Weggefährten verlieren. Aber genauso sicher werdet ihr auch neue dazugewinnen. Hermann Hesse hat mal gesagt, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Und so ist es. Vor euch liegt ein in weiten Teilen noch unbekanntes Land. Voller Herausforderungen. Sicher auch mancher Gefahren, aber vor allem voller neuer Chancen. Ich glaube, die meisten von euch kennen den Spruch, der Weg ist das Ziel. So ganz falsch ist er ja auch nicht, denn wer den nächsten Schritt nicht macht, der kommt eben auch keinen Schritt weiter. Der bleibt stehen, wird abgehängt. Aber mir gefällt ein anderer Spruch besser. Das Ziel muss man früher kennen als den Weg. Denn wer gar nicht weiß, wohin er eigentlich unterwegs ist, der weiß vielleicht auch irgendwann nicht, wo er mit sich und mit seinem Leben einmal ankommen möchte. Also habe ich mich gefragt, was könnte denn so ein Ziel sein, auf das ihr drei zusteuert? Neben den ganz allgemeinen Zielen, wie ja, ich will mal einen vernünftigen Beruf erlernen, ich will gutes Geld verdienen, ich will mal eine Familie gründen irgendwann und ich möchte zusätzlich natürlich immer grundsätzlich jederzeit ganz viel Spaß haben. Aber vielleicht gibt es da noch mehr. Und wir Christen wissen, viel wichtiger als alle diese Dinge, die ich gerade aufgezählt habe, viel wichtiger als alles andere ist es, einen Sinn in seinem Leben zu haben. Eine tragfähige Antwort auf die großen Fragen des Lebens. Und meiner Ansicht nach gibt es drei davon. Die erste große Frage des Lebens, woher komme ich? Die zweite, wozu lebe ich? Und die dritte, wohin gehe ich? Und eigentlich wisst ihr die Antwort, wissen wir Christen nämlich die Antwort. Die erste Antwort, woher komme ich? Ich bin ein, ihr seid, ihr drei seid, einmalige, geniale Gedanken Gottes. Die zweite Frage, wozu lebt ihr? Ihr lebt, um zu lieben. Gott, euch selbst und andere Menschen. Und die dritte Frage, wohin geht ihr?
Ihr geht, egal wohin ihr geht, so möchte ich es mal sagen, egal wohin ihr geht, ihr werdet niemals aus dem Kraftfeld Gottes herausfallen. Selbst dann nicht, wenn euer Leben hier auf diesem Planeten mal irgendwann in 80 oder 90 Jahren zu Ende ist. Ihr werdet immer in Gottes Hand sein, in diesem Leben und im nächsten. Liebe Konfirmandinnen, ich habe dazu eine kleine Geschichte gefunden, die ich euch jetzt gerne mal erzählen möchte. Frau Schmidt wird 70 Jahre alt. Die ganze Verwandtschaft ist da, außerdem noch die Nachbarn und etliche Freunde. Unter den Gästen ist auch der katholische Pastor. Ein anderer Gast entdeckt ihn und spricht ihn an. Tag, Herr Pastor, wie geht's? Guten Tag, Herr Schulz. Die beiden Männer kommen ins Gespräch und schon bald dreht sich ihre Unterhaltung um den Sinn des Lebens. Gott hat uns nicht dazu geschaffen, damit wir nur unseren Egoismus ausleben, meint der Pastor im Laufe des Gesprächs. Und deswegen hat er uns ja auch ein paar Verhaltensregeln mit auf den Weg gegeben. Die wichtigste lautet: Liebe Gott und liebe deine Mitmenschen. Herr Schulz grinst bei dieser Antwort etwas arrogant und sagt dann laut: Herr Pastor, Sie sind doch wohl nicht hier, um mir ein schlechtes Gewissen einzureden. Sicher, ich bin immer meinen eigenen Weg gegangen und ich habe auch nicht viel nach Gott gefragt, ehrlich gesagt. Aber dafür habe ich im Gegenzug auch ab und an was gespendet. Und ich bin ja schließlich auch nicht aus der Kirche ausgetreten. Im Endeffekt gleicht sich alles aus. Okay, sagt Herr Schulz weiter, ich habe auch oft geflucht und anderen öfter mal die Meinung gegeigt. Aber dafür habe ich manchmal auch die Hände gefaltet und gebetet. Das gleicht sich doch aus. Und unter uns, Herr Pastor, meine Frau habe ich auch ein paar Mal betrogen. Aber dafür habe ich ihr auch immer wieder mal ein schönes Geschenk gemacht, so zwischendurch, nicht nur am Hochzeitstag. Das gleicht sich doch auch aus. Und da wir sowieso schon praktisch bei der Beichte sind, gestehe ich es ganz offen, gelogen und betrogen habe ich ziemlich oft in meinem Leben. Aber ich bin auch immer wieder mal in die Messe gegangen. Das gleicht sich doch aus. Ja, ja, entgegnet der Pastor schließlich etwas genervt, Ihre Rechnung wird bestimmt aufgehen. Gott hat sie erschaffen und der Teufel wird sie holen. Das gleicht sich auch alles aus. Zugegeben, liebe Konfirmandin, die Antwort des Pastors ist ein bisschen krass. Aber ich kann verstehen, dass man manchmal diese Rechtfertigungsversuche nicht mehr hören kann. Denn ich befürchte, so wie Herr Schulz, denken viele Menschen in unserem Land, vielleicht die meisten. Alles gleicht sich irgendwie aus. Und gemeint ist damit ja Folgendes. Erstmal komme ich, dann komme nochmal ich, dann komme nochmal ich. Und irgendwann so auf Platz 10 meiner ganz persönlichen Hitparade, da kommen dann vielleicht noch andere Menschen. Die Familie zunächst mal und irgendwann die Freunde. Und das muss dann auch gut sein. Und Gott, naja, wenn ich mal 80 bin oder so, oder kurz vorm Tod am besten, so auf dem Sterbebett, dann kann ich über den auch mal ein bisschen nachdenken. In unserem Gottesdienst heute geht es um euch drei. Um euch drei, liebe Raissa, liebe Melina, liebe Sophia. Um eure Zukunft, um eure Lebenswege. Und viele werden euch sagen, welche Wege ihr gehen sollt. Vor allem werdet ihr immer wieder zu hören kriegen, worauf es im Leben wirklich ankommt. Vielleicht auch schon gleich, bei manchen Reden, die geschwungen werden. Worauf kommt es also an? Gutes Geld verdienen, sich selbst verwirklichen, sich eine eigene Existenz aufbauen und so weiter. Das ist ja auch nicht falsch. Ich will das auch gar nicht schlecht reden. Ich habe auch drei Kinder. Und ich will auch, dass diese drei glücklich und zufrieden sind, dass sie einen guten Beruf finden werden, der sie ausfüllt, dass sie auch genug Geld haben, damit ich nicht immer mein ganzes Leben lang für sie sorgen muss. Aber das ist doch nicht alles. Das kann doch nicht alles sein. Und das ist auch nicht alles. Denn unser Gott hat uns alle nicht dazu erschaffen, dass wir uns auf Teufel komm raus selber verwirklichen, sondern indem wir uns auch für ihn, und das heißt auch und gerade für unsere Mitmenschen, einsetzen. Dazu hat er jeden von uns mit bestimmten Gaben geschaffen. Das heißt, jede und jeder von euch, liebe Sophia, liebe Melina, liebe Raissa, kann irgendetwas ganz besonders gut. Was zum Beispiel? Sophia, ich fange jetzt mit dir an, denn du bist die Erste im Alphabet hier. Für dich war es wahrscheinlich am Anfang von allen am schwierigsten in unserer Gruppe.
aus dem fernen, fernen Büchenbeuren zugezogen, hast du erstmal keinen der anderen gekannt. Alles war dir fremd. Das hat man auch ein bisschen gemerkt. Du warst sehr still und zurückhaltend, wäre ich auch gewesen. Aber es hat nicht so lange gedauert und dann warst du voll in unsere Gruppe integriert. Hast Freundinnen gefunden, zum Beispiel die zwei, die heute Morgen mit dir konfirmiert werden. Und du bist ein kluger und wacher Mensch, ein offener Mensch. Du bist freundlich, du bist höflich, sensibel, zuvorkommend. Und da du auch zielstrebig und intelligent bist, bin ich davon überzeugt, du wirst deinen Weg auf jeden Fall gehen. Melina, du gehörst ja auch zu den eher ruhigen im Lande, aber stille Wasser sind bekanntlich tief. Und du hast mit Sicherheit ein tiefgründiges Wesen. Du bist musikalisch, das weiß ich gut. Schließlich hast du ja auch eine Zeit lang in unserem Musikteam mitgesungen. Und auch wenn das schon wieder ein bisschen her ist, die Tür steht dir natürlich immer offen, denn wir brauchen gute Musiker, gute Sängerinnen. Du bist ein freundlicher, ein humorvoller, ein feinfühliger und zuverlässiger Mensch. Du hast eine Menge Potenzial, Melina. Aber ich würde mal sagen, du nutzt noch nicht alles aus. Musst du auch noch gar nicht, bist ja auch noch nicht erwachsen. Trau dir ruhig immer wieder etwas mehr zu und du wirst merken, du kannst es. So wie heute Morgen zum Beispiel. Du kannst es. Raissa, viel von dem, was ich bereits über deine beiden Freundinnen eben gesagt habe, kann ich auch genauso über dich sagen. Denn auch bei dir sehe ich ganz, ganz viel Potenzial, das du noch gar nicht ausgeschöpft hast. Noch lange nicht. Es ist vielleicht auch gar kein Wunder, dass ihr drei euch so gut versteht, gleich und gleich gesellt sich eben gern, denn auch du bist klug, du bist einfühlsam und hast einen manchmal hintergründigen Humor. Ansonsten bist du einfach ein total netter Mensch mit einem großen Herz für andere, nicht nur für Menschen, sondern auch für Tiere. Du bist sehr ruhig und nachdenklich und gleichzeitig bist du auch voller Lebensfreude. Ja, in dir schlummern genau wie in den beiden anderen noch viele Talente, die zum Vorschein kommen wollen. Trau dich einfach zu, sie zu gebrauchen. Ihr alle habt natürlich noch viel, viel mehr Begabungen und Fähigkeiten. Das kann ich mir schon denken. Leider war die Zeit, die wir zusammen hatten, das sage ich ganz ernst so und ich meine es auch so, leider war sie sehr kurz. Die Corona-Geschichte hat uns ja einen dicken Strich durch manche Rechnung gemacht. Egal, es ist halt so, wie es ist, man kann es nicht ändern und ich werde euch drei, wie die ganze Gruppe, euch drei, aber auch im Besonderen sehr vermissen. Die Zeit mit euch fand ich sehr schön und es hat, fand ich, einfach viel Spaß gemacht. Die Freizeiten, die Konfitage, der Unterricht sogar, ja, mit dem Lockdown kam ja dann das vorzeitige Ende, aber eine gute Sache hatte dieser Lockdown ja auch für euch, das wisst ihr, etwas ganz, ganz Böses ist nicht geschehen, vor dem ihr vielleicht ein bisschen Bammel gehabt hättet, obwohl ihr es locker geschafft hättet. Die Prüfung. Die Prüfung ist ausgefallen. Da habt ihr wahrscheinlich ein bisschen aufgeatmet. Okay, ich schweife ab. Lebt mit dem, was euch gegeben ist. Das will ich euch unbedingt noch sagen, oder habe ich ja auch schon mal gesagt, aber ich will es noch mal betonen. Nutzt wirklich eure vielen, vielen Gaben, die ihr habt. Gebraucht eure Talente. Nicht nur für euch. Nutzt sie auch für andere. Euch allen hat Gott viele Begabungen gegeben. Und er hat sie euch nicht nur gegeben, damit ihr euch selbst verwirklicht, sondern er hat sie euch auch gegeben, dass ihr sie für andere Menschen einsetzt, anderen eine Freude damit macht, andere aufbaut, stärkt. Manche von euch sind musikalisch, wahrscheinlich nicht nur Melina. Singt und spielt, um Gott und den Menschen eine Freude zu machen. Und wir haben gern gesungen, auch in unserer Konfirmandenzeit. Und glaubt ja nicht, dass, wisst ihr, Gott sich nur über klassische Musik oder nur über alte Kirchenchoräle freut. Ich bin davon überzeugt, im Himmel wird es einmal jede Art von Musik geben. Von Hip-Hop bis Punk, von Rock bis Death Metal. Nur deutsche Schlager leider nicht. Meine persönliche Meinung. Und wenn ihr vielleicht aber ganz andere Begabungen habt, wenn ihr handwerklich vielleicht auch begabt seid, freut euch darüber, setzt diese Begabung für andere ein. Oder bei euch kann ich es mir noch eher vorstellen, bei euch allen dreien, dass ihr die Gabe habt, die habt ihr auch, die Gabe, gut zuhören zu können. Und gut zuhören zu können ist nicht etwas, wo man sagen muss, naja, wann kann ja jeder? Kann längst nicht jeder. Längst nicht jeder kann gut zuhören. Die meisten Menschen hören nämlich überhaupt nicht zu, sondern
denken schon irgendwo anders dran oder reden am besten noch dazwischen. Ihr könnt gut zuhören und das ist ganz, ganz wichtig, denn das ist eine Gabe, die man einsetzen kann für andere. Indem ihr zum Beispiel Leute besucht, die Oma im Altenheim, einen Bekannten oder Freund im Krankenhaus, euch einfach dazusetzen und die Leute ihr Herz ausschütten lassen. Das ist ganz wichtig. Gerade jetzt in den Zeiten von Abstandsregeln, Mundschutz, Hygienevorschriften und so weiter. Umso wichtiger ist es, dass man da ist füreinander. Deshalb möchte ich euch also ganz viel Mut machen. Entdeckt noch mehr eurer ganz speziellen Gaben und Talente. Nutzt sie für euch, damit ihr auf eurem Lebensweg weiterkommt. Und gebraucht sie dann auch, um andere Menschen zu ermutigen und ihnen zu helfen. Auf diese Weise sagt ihr dann auch Gott Danke. Denn er hat euch ja so reich beschenkt. Und auch das gehört zu einem echten, erfüllten Leben mit hinzu, diesem in Jesus, Mensch gewordenen Gott, immer mehr vertrauen zu lernen. Zu kapieren, dass die Sehnsucht auch eures Herzens erst dann wirklich gestillt ist, wenn ihr ihn wirklich kennen und lieben lernt. Er, Jesus, will euch auf eurem Weg durchs Leben begleiten. Er wird euch immer wieder Mut machen, er wird euch Kraft geben und er wird euch Hoffnung schenken. Vertraut ihm, das werdet ihr definitiv mit Sicherheit niemals bereuen. Gott, der Herr, segne euch. Amen. Jetzt sehen und hören wir noch mal etwas. Liebe Raisa, liebe Melina, liebe Sophia, im Unterricht haben wir uns mit Fragen des christlichen Glaubens beschäftigt. Schon vorher hattet ihr davon gehört, im Elternhaus, vielleicht auch im Kids-Treff oder Teen-Treff und natürlich im Religionsunterricht. Wir haben gemeinsam nach Antworten gesucht. Am Ziel unseres Glaubensweges ist noch niemand von uns. Aber ihr könnt und ihr wollt heute euren Glauben bekennen. Eigentlich würden wir jetzt aufstehen, das Glaubenslied singen. Das können wir jetzt auch nicht, aber wir singen es und spielen es euch jetzt vor. Das Lied Lebensgrund, was ihr kennt. Natürlich.
Ich darf jetzt alle bitten, aufzustehen, euch sowieso, aber auch alle anderen. Liebe Sophia, liebe Melina, liebe Raissa, nun frage ich euch, wollt ihr zur Gemeinde Gottes gehören und im christlichen Glauben bleiben und wachsen? Dann sprecht bitte Ja mit Gottes Hilfe. Dann lasst uns beten. Herr Jesus Christus, du bist das Leben. Wir bitten dich, gib diesen drei jungen Menschen, was jeder Mensch zum Leben braucht. Du bist das Licht der Welt. Öffne du ihre Augen, dass sie sich selbst und andere wahrnehmen mit Augen der Liebe. Du bist der gute Hirte. Lass sie deine Stimme hören und ihr folgen. Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Hilf ihnen, das Leben zu gewinnen, für die Wahrheit einzutreten und ihren Weg im Leben zu finden. Amen. Sophia, dann darf ich dich nach vorne bitten. Du hast dir einen schönen Spruch aus dem Psalmen ausgewählt. Dort heißt es im Psalm 25, Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit sollen mein Schutz sein. Herr, auf dich allein hoffe ich. So segne und behüte dich auf deinem Lebensweg, unser allmächtiger, barmherziger und liebevoller Gott. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ganz, ganz herzlichen Glückwunsch. Alles, alles Gute und Liebe auf deinem Lebensweg und ich hoffe, wir sehen uns immer wieder mal zwischendurch. Dankeschön. Als Nächste darf ich dich bitten, liebe Melina. Du hast dir auch einen ganz besonders schönen Spruch überlegt aus dem Propheten Jesaja. Dort heißt es, denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen. Bitte wieder. So segne und behüte dich auf deinem Lebensweg, unser allmächtiger, barmherziger und liebevoller Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Liebe Melina, auch dir alles, alles Liebe und Gute und ich hoffe auch, dass wir uns wiedersehen immer wieder und wie gesagt, die Tür Musiktipp, gell, steht immer offen, jeden Freitag ist Probe. Ja, alles, alles Gute. Raissa? Du hast dir den schönen Spruch aus dem Buch Josua ausgesucht, da heißt es, sei tapfer und entschlossen, lass dich durch nichts erschrecken. Und verliere nie den Mut, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Dankeschön. So,
So segne dich und behüte dich auf deinem Lebensweg, unser allmächtiger, barmherziger und liebevoller Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Lieber Isa, auch bei dir. Ich würde mich sehr freuen, dich immer wieder hier zu sehen und zumindest zwischendurch und wünsche dir alles, alles Liebe und Gute auf deinem Lebensweg. Gott behüte dich. Danke. Hören wir noch ein Votum von Nicole. Und dazu dürft ihr alle Platz nehmen. Ja, ich darf euch drei ganz herzlich im Namen des Presbyteriums gratulieren und euch hier in der Gemeinde herzlich willkommen heißen. Wir als Kirchengemeinde stehen euch immer an eurer Seite, wenn ihr das möchtet, auf eurem weiteren Lebensweg. An schönen Tagen, aber auch wenn es vielleicht mal ein bisschen schwieriger wird, steht die Tür hier immer offen für euch. Eine kleine Geschichte möchte ich euch noch gerne mitgeben. Jemand hatte einen Traum. Ich ging am Meer entlang mit Jesus. Vor dem dunklen Nachthimmel erstrahlten Bilder aus meinem Leben. Und jedes Mal sah ich zwei Fußspuren im Sand, meine eigenen und die von Jesus. Als das letzte Bild an meinen Augen vorübergezogen war, blickte ich zurück. Ich erschrak, als ich entdeckte, dass an vielen Stellen meines Lebensweges nur eine Spur im Sand zu sehen war. Und das waren gerade die schweren Zeiten meines Lebens. Besorgt fragte ich Jesus: Herr, als ich anfing, dir nachzufolgen, da hast du mir versprochen, auf allen meinen Wegen bei mir zu sein. Aber jetzt entdecke ich, dass in den schweren Zeiten meines Lebens nur eine Spur im Sand zu sehen ist. Warum hast du mich allein gelassen, als ich dich am meisten brauchte? Da antwortete er mir: Mein liebes Kind, ich liebe dich. Ich werde dich nie alleine lassen, erst recht nicht in Nöten und Schwierigkeiten. Dort, wo du nur eine Spur gesehen hast, da habe ich dich getragen. Liebe Konfirmanden, das wünschen wir dir, das wünsche ich euch von ganzem Herzen, dass ihr das in eurem Herzen tragt, dass Gott an eurer Seite ist in allen Lebenssituationen. Und damit ihr das nicht vergesst, habe ich hier in dem Körbchen die Geschichte nochmal für euch abgedruckt. Nehmt sie mit, vielleicht auch mal in schwierigen Zeiten, lest sie in Ruhe und erinnert euch daran, Gott ist bei euch. Und wir hören das nächste Lied, Wege vor mir. Thank you.
Wir wollen Fürbitte halten und ich bitte Sie, soweit möglich dazu aufzustehen. Guter Gott, diese Jugendlichen haben ihren erwachsenen Glauben vor dir bekannt. Wir bitten dich, dass sie zuversichtlich und offen in ihre Zukunft gehen. Behüte sie auf ihrem Lebensweg. Öffne ihr Herz für alle Menschen, die ihnen auf diesem Weg begegnen. Guter Gott, wie groß ist das Ja, das du zu uns sagst. Wir wünschen diesen jungen Menschen, dass sie dieses Ja spüren. Sie sollen erleben dürfen, dass sie sich auf dich immer verlassen können. Lass sie dem Leben trauen, weil sie es nicht alleine zu leben haben, sondern du es mit ihnen lebst. Guter Gott, wie schön, dass wir solch einen Tag nicht allein feiern, sondern mit unseren Familien und Freunden. Danke für ihre Nähe und Begleitung bis zum heutigen Tag. Wir bitten dich, gib Verständnis dort, wo Streit herrscht. Lass die Familien glücklich miteinander sein. Guter Gott, in unserem reichen Land sieht man die Not oft nicht. Und sie ist doch da. Für Menschen, die in Armut leben, für Verfolgte und Kranke, für Menschen, die einsam und traurig sind, bitten wir um deine Hilfe und Kraft. Mache uns feinfühlig, um die Not um uns herum wahrzunehmen. Guter Gott, unsere Welt steht vor großen Herausforderungen. Für alle Entscheidungsträger bitten wir dich, gib ihnen Weisheit, Feingefühl und ein Herz, das engagiert für den Frieden schlägt. Wir beten weiter mit den Worten, die Jesus selbst uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Schon ist der Gottesdienst vorbei.